Können wir nicht einfach ihm ein Würstchen geben? Ich weiß, dass Murray Hot Dogs liebt. Ah. Ich glaube, mit dem habe ich heute genug geplaudert. Mit der spreche ich sicher nicht nochmal, blöde Schlampe. Außerdem habe ich weit Wichtigeres zu tun. Zwei gleiche Socken anziehen zum Beispiel. Nicht jetzt. Okay. Wenn du das für eine gute... Es wird nicht klappen. So. Warte mal. Die zeige ich ihm besser nicht. Bin ich oder ist das Matthew Griffins Brieftasche? Zeig mal her. Wo hast du die gefunden? Bei allem Respekt, Mary. Darüber sollte ich lieber mit jemandem reden, der ein bisschen höher in der Befehlskette steht. Er hat sie mir letzte Nacht anvertraut. Wie gesagt, ich bin sein bester Freund. Er hat sie mir letzte Nacht anvertraut. Wie gesagt, ich bin sein bester Freund. Das reicht mir. Geh rein und sprich mit Sergeant Kramer. Der wird dich dazu befragen. Habe ich Schwierigkeiten, weil ich mit einem Irren befreundet bin? Das ist reine Routine. Genau wie das Gespräch in meinem Büro. Was? Wollen Sie damit sagen, Sie wollten sich gar nicht an mich ranmachen? Wen wollen Sie davon überzeugen, Mary? Mich oder Sie selbst? Lass mich einfach in Ruhe. So. Mats Bude, Tür, Aufzug. Hey, hat jemand die Ghostbusters gerufen? Oh Gott. Randall, da bist du ja. Was zur Hölle ist los? Wo ist Matt? Er ist bei den Cops in der Küche. Und was genau will die Polizei hier? Was glaubst du? Er hat's diesmal wirklich verbockt. Was für ein Arsch. Ich rede nie wieder mit ihm. Ist es noch schlimmer als damals 2003, als er den legendären Messerkampf zwischen Schimpansen und Orang-Utans organisiert hat? Willst du damit sagen, das ist noch größer als damals, als er das größte Kotz-Omelett der Welt gemacht hatte? Er hat es also wirklich getan, er hat einen Plan verwirklicht und ein echtes Lebewesen in seinem Kylomatik 9000 gesteckt? Ist es noch schlimmer als damals, 2003, als er den legendären Messerkampf zwischen Schimpansen und Orang-Utans organisiert hat? Absolut. Echt? Vergiss nicht, dass einer der Affen die Typen von der Küstenwache gebissen hat und die dann alle Röteln bekommen haben. Wenigstens sah es aus wie Röteln. Randall, dieses Mal hat Matt es wirklich geschafft, dass ich unsere Beziehung ernsthaft in Frage stelle. Willst du damit sagen, dass hier ist noch größer als okay. Willst du damit sagen, dass hier ist noch größer als damals, als er das größte Kotz-Omelett der Welt gemacht hat? Naja, er hätte schwören können, die Sache wäre für seinen Grabstein gewesen, aber dieses Mal. Es gibt keine Worte für. Keine Worte. Michelin-Männchen! Naja, Marshmallow-Männchen. Ja, ich weiß, aber ich habe schon mal. In meinem Ghostbuster-Let's Play erklärt habe. Ich sage immer dazu Michelin-Männchen. Ich weiß nicht warum. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Michelin-Männchen. Er hat es also wirklich getan? Er hat seinen Plan verwirklicht und ein echtes Lebewesen in sein Kylomatik 9000 gesteckt? Noch nicht. Aber ich habe dauernd diese Albträume, in denen ich den Kühlschrank aufmache und er steht drin in Kryostase mit einem Zettel dran, auf dem steht: Ich will eine Zukunft sehen, die von Maschinen beherrscht wird. Ja, das klingt nach ihm. Und ich hab's so satt. Ich will sowas nicht den Rest meines Lebens ertragen müssen. Naja, ist ja nicht ganz so lang, sondern nur bis er sich einfriert. Diese Maschinen-Zukunftssache ist wirklich ein großes Ding für ihn. Und damit meine ich wirklich jede Zukunft. Die, wo Maschinen Menschen als Batterien missbrauchen, die, wo man aus Menschen Soylent Green macht, die, wo Leute als Laborratten benutzt werden, du weißt schon, mit Portalen, Würfeln und Knüpfen und... Ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich bin ein guter Mensch, ich hab das nicht verdient. Warum gehst du nicht einfach in die Küche und schaust dir sein Meisterwerk an? Ich muss über eine Menge nachdenken.
Oh Mann, bist du okay? Möchtest du vielleicht einen Teleskop-Entenbügel? Vielleicht heitert er dich auf. Könntest du mir... Bist du okay? Möchtest du vielleicht einen Teleskop-Entenbügel? Vielleicht heitert er dich auf. Geh einfach in die Küche. Ich glaube, Matt braucht jetzt einen Freund und das mehr denn je. Dieses Sofa hat schon viel erlebt. Aber kümmern wir uns um Zukünftiges, nicht um die Vergangenheit. Das ist Sally. Auch ziemlich fotogen. Kein Interesse. Ja. Oh. So, Das gehört Matt. Das bleibt hier. Mal davon abgesehen, dass er den Geldbeutel eingesteckt hat und dass er den Ring verkauft hat, ist er eigentlich schon ein guter Freund für ihn. Dazu fällt mir nur eins ein. Ich bin zwar nicht abergläubisch, aber ich will den Spiegel trotzdem nicht zerbrechen. Rocky. Wird mir jetzt auch Spaß machen, aber ich habe keine Zeit. Flipperautomat. Dieser Matt hat echt Sinn für Wandverschönerungen. Dieser Matt hat echt... Okay, ja. Eins ist sicher, Matt hat echten Sinn für Inneneinrichtung. Eins ist sicher. Mann, Matt hat echt Geschmack. Sag mal, was ist das? Kubus? Was sagt mir das? Ah, ich weiß nicht, aber hier ist ein Höschen. Ich bin kein Stecher auf der Flucht, obwohl das schon eine Fantasie von mir wäre. So. Ich nehme den Kubus nicht mit, der hat genug gelitten. Okay. Ah, mein Popo. Nein, nicht der Popo. Mein Oberschenkel juckt. Okay, sorry. Okay, was hat er jetzt nun getan? Was geht hier verfickt nochmal vor? Und wer zur Hölle bist du? Mein Name ist Inigo Montoya. Du hast meinen Vater getötet. Jetzt bist du des Todes. Ich bin der Poolboy. Man nennt mich einfach Randall. Ich finde Hulk zwar besser, aber naja, mir wurde erzählt... Mein Name ist Inigo Montoya. Du hast meinen Vater getötet. Jetzt bist du des Todes. Drohst du mir, Kleiner? Nein, oder bist du ein Vollidiot, nein. Der sich für clever hält? Ich bin ein Findest Idiot. Du dich witzig? Ja. Mal sehen. Nein zum ersten Teil, vielleicht ja zum zweiten. Und ich glaube, ich bin unterhaltsam. Ja, sicher. Naja, ich bin kein Hund mit Sonnenbrille, aber ich sehe das Leben trotzdem lieber von der Sonnenseite. Hakuna Matata, mein Freund. Hakuna Matata. Nein, ich wünsche nur manchmal, ich hätte einen exotischeren Namen. Mit wem würden Sie lieber rumhängen? Mit einem Randall oder mit einem Innie? Montoya. Und ich glaube, ich bin unterhaltsam. Nein, ich wünschte nur manchmal, ich hätte einen exotischeren Namen. Mit wem würden Sie lieber rumhängen? Mit einem Randall oder einem Inigo Montoya? Schätze, Officer Murray hat dich hergeschickt, weil er dachte, du könntest eine Hilfe sein. Jetzt pass mal auf. Nur weil du irgendwie um diesen inkompetenten Barbecue-Liebhaber rumgewieselt bist, heißt das nicht, dass du dasselbe mit mir machen kannst. Du wirst meine Fragen beantworten oder ich brächte die Nase und sag einfach, du wurdest tätlich. Und ja, ich bin einer von diesen Cops. Kommen Sie, Sergeant Kramer. Lassen Sie den Jungen in Ruhe. Kümmere dich um deinen Scheiß, Ned. Fotos und Fingerabdrücke. Ich kümmere mich um diesen Punk. Und der wundert sich, wieso wir ihn nie anrufen, wenn alle was trinken gehen. Fick dich, Ned. Als wenn ich Bock auf eure scheiß Mädchenpartys hätte, wo ihr Duftkerzen aus dem Bodyshop anmacht und euch gegenseitig die Intimzone enthaart, während ihr rumkichert und euch gegenseitig eure intimsten Geheimnisse anvertraut. Oh, jetzt versuchen Sie also der Spaßvogel zu sein, aber ich schätze, das Ding im Ofen ist die Leiche meines Freundes. Und trotzdem ist das, was ich gerade viel verstörender finde, die Tatsache, dass Sie so viel darüber wissen, was auf Pyjama-Partys abgeht. Hör genau zu, du Made. Du erzählst mir jetzt besser, wer du bist und was du hier machst. Oder du verbringst die Nacht in einer Zelle, wo du den schönen neuen Namen Susan bekommst. Deine Entscheidung. Ich bin Randall Hicks und das hier ist die Bude von meinem besten Freund. Ich bin hier, weil seine Freundin mich angerufen hat. Meine Lieblingsfarbe ist Orange, ich mag Frühlingsrollen und Regentage. Ich hasse Erbsen und Filme, die andere Filme kopieren. Und wenn ich eine Schildkröte finde, die auf dem Rücken in der Wüste liegt, würde ich sie wahrscheinlich essen, weil ich sicher hungrig vom vielen Wandern durch die Dünen bin. Zufrieden? Check deinen Voidkampf, Kumpel. Ist alles wahr? Sie sind also Matt Griffins bester Freund, Mr. Hicks. Ist das Ihre endgültige Antwort?
Ich frage nur, weil Mr. Griffin sie in seinem Abschiedsbrief erwähnt hat. Was? Damit ist es also offiziell? Die Leiche da ist Matt? Seine Freundin hat die Leiche identifiziert. Sally? Aber sie hat mich doch angerufen. Ich habe doch mit ihr geredet und sie hat nie was von Tod gesagt. Das Mädchen ist ziemlich durch den Wind. Sie weigert sich zu akzeptieren, dass ihr Freund tot ist. Das nennt man auch die Phase des Leugnens. Das weiß ich selber, Ned. Ist trotzdem das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie ein Mädchen die Leiche ihres Freundes anschreit und ihm sagt, er soll die Sauerei selber wegmachen. Wenn ihr zwei mit Plaudern fertig seid, mach ich mal weiter mit der Befragung des Verdächtigen. Oh, wow, wow, Verdächtiger? Sie sagten doch gerade, es gab einen Abschiedsbrief. Ja, den gibt es. Aber um ehrlich zu sein, stehen Sie da in keinem guten Licht, Mr. Hicks. Ah, was genau steht denn drin? Sie würden wohl echt gern wissen, was Ihr bester Freund da über Sie geschrieben hat, was? Einfach um zu wissen, ob es Sie belastet oder nicht, hm? Hören Sie, Kumpel, ich habe nichts Unrechtes getan. Ich war den ganzen Tag auf Arbeit. Und womit verdienen Sie Ihr Geld, Kumpel? Ich bin Kurier für Amazon Express. Wobei... Das kam jetzt etwas zögerlich, Söhnchen. Wird Emerson dein Alibi denn bestätigen? Ehrlich gesagt wurde ich heute Morgen gefeuert. Er hat mich halt rausgeworfen, aber das hatte hiermit nichts zu tun. Na sowas. Aus der Traum von den schönen Lederstiefeln mit den Fransen und Nieten. Hey, was? Woher wissen Sie das? Na los, Schätzchen, raus damit. Was hast du getan, nachdem er dich gefeuert hat? Ich hab versucht, einen neuen Job zu finden. Ach ja? Wo? Naja... Ich hab's bei den Marines versucht, aber die haben mich abgelehnt, weil ich ein träges Auge habe. Ich wollte immer ein Rettungsschwimmer werden, so wie in Baywatch, aber die Küste ist einfach zu weit weg. Ich habe selber schon versucht, das all in den Sexshop... die ich so besuche, rauszukriegen, aber bisher hatte ich kein Glück. Ich habe selber schon versucht, das in all den Sexjobs, die ich so besuche, rauszukriegen, aber bisher hatte ich kein Glück. Interessant. Damit hätten wir Verdächtiger und Perverser. Pervers? Hä? Hören Sie, Officer, ich weiß ja nicht, was Sie glauben, was in Sexjobs verkauft wird, aber ich helfe Ihnen mal. Wenn Sie Ihre Ehe auffrischen wollen, kaufen Sie Ihrer Frau ein Septamatic 9000. Und wenn Sie Single sind, besorgen Sie sich eine Gummipuppe. Sie sehen aus, als könnten Sie mindestens eins von beidem gebrauchen. Ja, Mann. Oh, sieh an, das Kätzchen zeigt ihre Krallen. Spiel nicht mit dem Feuer, Blödmann. Sonst könnte es dich verbrennen. Ich habe Ihre Drohung im Satz. Sie wollen mich einsperren? Dann los, versuchen Sie es, die Bastard. Hör zu, Columbo, mir reicht's mit dir. Warum gehst du nicht einfach zurück in den Kanal, aus dem du rausgekrochen bist? Okay, tut mir leid, aber ich habe meine Zeit jetzt genug mit den Zweitklassen möchte gern Detektiv verschwendet. Wir sehen uns dann, okay? Ja, Sir, tut mir leid. Schon besser, Kätzchen. Glaubst du, ich bin dein Liebhaber oder was? Was? Flüster mir nie wieder ins Ohr. Ja, lass dich nicht so von ihm rumschubsen. Du hast dir mehr Respekt verdient nach dem, was du für die arme Ente im Park getan hast. Ladies, bitte. Einige Leute versuchen hier noch echte Polizeiarbeit zu machen. Und könntest du mir sagen, warum zur Hölle du die Brieftasche des Toten hattest? Wir sind Brieftaschenfreunde. Sie wissen schon, er hat meine, ich hab seine. Er hat sie mir gegeben, damit er nicht so viel Geld rauswirft. Ich habe sie zufällig auf dem Weg hierher gefunden. Er hat sie mir gegeben, damit er nicht so viel Geld rauswirft. Komisch. Officer Murray hat mir gerade erzählt, es sei kein Geld drin. Das habe ich in meinem Apartment. Da ist es sicherer. Ich bin sowas wie seine persönliche Bank. Oh, dann müsstet ihr zwei ja sehr gute Freunde gewesen sein. Ich würde dir nicht einen einzigen Penny anvertrauen. Aber Idioten haben wohl eine gemeinsame Wellenlänge. Hey, jetzt reicht's langsam. Wenn Sie sich besser einen runterholen können, wenn Sie mich Susan nennen, ist das eine Sache. Dass Sie mit mir reden, als sei ich schwachsinnig, damit kann ich umgehen. Aber mein Freund ist noch in dem verdammten Ofen, also zeigen Sie etwas mehr Respekt. Warten Sie wenigstens, bis eine Leiche aufhört zu qualmen, Herrgott! Oh, tut mir so leid, wenn ich das Andenken an deine Freundin entehrt habe, meine liebe Susan. Wir sind Brieftaschenfreunde. Sie wissen schon, er hat meine, ich hab seine. Wieso hat er dann deine nicht? Hat er nicht? Dann hat er mich all die Jahre betrogen. Das ist mit Abstand das Dümmste, was du heute gesagt hast. Naja, also, dann hätten sie einfach früher mit mir rumhängen sollen.
Ich habe sie zufällig auf dem Weg hierher gefunden. Oh, tut mir leid. So gelassen wie deine Miene ist, erwartest du wohl, dass ich dir das abkaufe? Jesus, Junge. Glaubst du, du hast ja immer noch Murray vor dir? Du kapierst es scheinbar nicht. Die Tatsache, dass du sonst mit Idioten sprichst, macht mich leider nicht zu einem. Also, wenn es dir nichts ausmacht, sag mir doch bitte, was verfickt nochmal machst du mit der Brieftasche des toten Typen hier? Mein Gott, habe ich doch schon gesagt. Ich habe sie auf der Straße gefunden. Und solange sie nicht das Gegenteil beweisen können, müssen sie es wohl leider glauben. Glückwunsch, Kleiner. Du hast es tatsächlich geschafft, dass ich die Schnauze voll hab von deiner Visage. Fürs Erste. Tja. Haben Sie was dagegen, wenn ich mir jetzt mal den Abschiedsbrief ansehe? Ich habe nichts dagegen, deine Angst zu riechen, wenn es das ist, was du meinst. Entspann dich, Junge. Dein Name steht drin, also hast du das Recht, den Brief zu lesen. Man könnte sagen, es war der letzte Wille des armen Bastards. Aber ich sag dir eins, als ich den Brief gelesen habe, drängte sich geradezu auf, dass Mr. Griffins bester Freund ihm die Freundin ausgespannt hat. Und das wirft kein gutes Licht auf dich, Mr. Hicks. So nahe standen wir uns nun auch wieder nicht. Wissen Sie, sein wahrer bester Freund ist so ein Junge aus Nepal. Also, die haben oft gechattet. Mit dem sollten Sie vielleicht zuerst reden. In Nepal. So schnell wie möglich. Glaub ja nicht, dass du vom Haken bist, Susan. Der Brief hängt da am Kühlschrank. Willst du ihn lesen? Nur zu. Aber ich hab dich im Auge. Oh. Sieht wie gerösteter Matt aus. Bisschen zu durch, wenn du mich fragst. Der Kühlschrank ist besser als meiner, was so ziemlich für jeden Kühlschrank gilt. Ich will diese Magnete. Ja, so. Wer auch immer das hier liest, ich habe dem Tod oft ins Auge gesehen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich viele zweifelhafte Dinge in meinem Leben getan habe. Ich weiß es, aber trotzdem habe ich nie ganz verstanden, warum ich diese Dinge tue. Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen nie verstehen würdet. Menschen geblendet von Lasern bei einem Spinal Tap-Konzert. Brennende Kampfschiffe an Orions Küste. Und jetzt komme ich hierfür vielleicht in die Hölle. Aber ich kann nichts weiter tun, als dieses Schicksal zu akzeptieren. Ich nehme mir das Leben mit dem Herdomatik, den meine liebe Mutter mir geschenkt hat. Denn wenn ich ehrlich bin, Kryostase, um eine Zukunft beherrscht von Maschinen zu sehen, ist einfach noch nicht möglich. Meine Gründe können nicht in Worte gekleidet werden. Ich fühle mich so leer. Die Luft, die ich so dringend zum Atmen brauchte, das Wertvollste, was ich jemals hatte, wurde mir genommen. Und ich glaube, die Person, die für diesen scheußlichen Verrat verantwortlich ist, ist niemand anderes als mein bester Freund. Und unter diesen Umständen will ich einfach nicht mehr auf dieser Welt leben. Ihr seht uns, wie ihr uns sehen wollt. Ein Gehirn, ein Athlet, einen Wahnsinnigen, eine Prinzessin und einen Verbrecher. Ist das die Antwort auf eure Frage? Mit besten Grüßen, The Breakfast Club. Entschuldigung. Oh. Meine Kunde kann ich fühle mich so leer. Die Luft, die es drin atmen brauchte, das Wertvollste wurde mir genommen. Ein Schatz. Der Ring. Der Ring. Es ist der Ring. Oh Mann. Hey, was wird das, wenn es fertig ist? Das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Ja, Dude. Oh, schau mal. Der Mörder. Ich schwöre bei Tom Selleck's beeindruckendem Schnauzbart, dass ich das nicht gewesen bin. Hey, missbrauche nicht des Magnums Namen. Bleib locker. Wir wissen, dass du ihn nicht umgelegt hast. Ist unser Job, sowas zu wissen. Ja, aber wir glauben schon, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zweifelsohne. Was? Ich schwöre euch, da ist nichts zwischen mir und Sally. Könnte uns nicht egaler sein. Was hat Inspektor Clouseau eigentlich? Hat Matt gelitten, bevor er starb? So wie es aussieht, wollte er sich umbringen, indem er das Gas einatmet. Allerdings hat er wohl vergessen, dass der Herdomatik 9000 ein Elektroofen ist. Kein Gas also. Und ja, dadurch hat er unglaublich gelitten, als das Ding explodiert ist und buchstäblich seine Organe pulverisiert hat. Dieses Modell hat einen typischen Verarbeitungsfehler.
Wenn man zu viel Gewicht bei voller Leistung reinschiebt, kommt es zu unkontrollierten Stromstößen, wenn nicht sogar zur Explosion. Ja, aber abgesehen davon ist es ein tolles Gerät. Richtig eingesetzt kann es einen Ochsen in nur 20 Sekunden gar kochen. Schau dir mal die Textur vom Fleisch deines Freundes an. Siehst du? Perfektion. Außen knusprig, innen saftig. Wie eine gute Pekingente. Oh, da fällt mir ein. Heute Abend Chinesisch? Zweimal hintereinander? Wie wär's mit dem Thailänder in der McCracken Street? Passt schon. Von mir aus Thai, Japaner oder Koreanisch. Ist für mich immer noch Chinesisch genug. Ich bestell sowieso Nudeln und Hühnchencurry. Ist also relativ egal, wo wir hingehen. Was meint ihr zu dem Abschiedsbrief? Was soll ich sagen? Da drin sind ein paar Blade Runner-Referenzen, ein paar zu The Breakfast Club. Ja, und er sagte darin sehr deutlich, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zum letzten Mal. Ich habe größten Respekt vor Sally und das ist auch schon alles. Klar. Genauso wie Ned meine Schwester in der Abschlussballnacht respektiert hat. Aha. Ja! Was? Oh, Mann. Yo. Also, hat der Brief dir weitergeholfen? Könnte es noch deutlicher sein, dass sein Tod deine Schuld war? Sergeant Kramer, ich bin gerade ziemlich am Ende. Wo war ich, als Matt die brennenden Schiffe von Orions Schulter aus gesehen hat? Wir haben doch immer alles zusammen gemacht. Tut mir leid, aber ich habe keine Lust mehr, mit Ihnen guter Kopf, böser Kopf zu spielen. Mal nicht so schnell. Ich kenne Typen wie dich. Sieh's ein, du bist ein stumpfsinniger Nerd, der glaubt, sich einfach nehmen zu können, was er will, wann er will. Du hast keinen Respekt vor dem Gesetz, deinen Freunden oder der Person, die dieses Spiel spielt. Außerdem kann ich deine Visage nicht ausstehen. Da, ich hab's gesagt. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Higgs. Dieses Mal wird's keinen Ritt in den Sonnenuntergang für John Wayne geben. Haha. Schon gar nicht mit Grace Kelly. Das war Gary Cooper, du Arschloch. Treib's nicht zu weit, Susan. Hast du schon mal mit dem Teufel im fallen Mondlicht getanzt? Nein, aber das eine Mal im Ferienlager habe ich mir eine Flöte in mein... Okay, das reicht. Hast du ein Auto? Warum? Damit ich einen Strafzettel bekomme und sie es abschleppen können? Ich mag's nur nicht, wenn eine junge Frau allein im Dunkeln nach Hause muss. Officer Murray fährt dich in einem Dienstwagen. Murray, beweg deinen schwabbeligen Arsch hier rein. Sergeant, ich habe Ihnen doch gesagt, das liegt an einem erblich bedingten Drüsenproblem. Das ist wirklich unangenehm, wenn Sie... Schnauze, Murray! Bring diesen Verlierer nach Hause! Ah, ja, Sir. Und nimm die Freundin von dem toten Kerl gleich mit. Miss Thompson ist schon weg. Und warum zur Hölle erfahre ich das erst jetzt? Ich habe es ja versucht, aber sie haben schon zu brüllen angefangen, bevor ich irgendwas sagen konnte. Weißt du, woran das liegt, Murray? An einem Kommunikationsproblem. Und ich glaube, der einzige Weg, das zu richten, ist, wenn ich deine Scheißstimme nie wieder hören muss. Also wirst du von jetzt an alles, was du mir sagen musst, aufschreiben. Verstanden? Also raus hier und nimm den Jungen mit. Ja, Sir. Was habe ich gerade gesagt? Das eine Mal im Ferienlager. Okay, da wären wir, Junge. Aber Murray, ich sagte doch, bringen Sie mich zu einem Stripschuppen. Sergeant Kramer sagte, ich soll dich nach Haus bringen. Und nach deiner Akte ist das deine aktuelle Adresse. Und hören Sie immer blind auf das, was der Typ Ihnen sagt? Sie sind zu gutherzig, Murray. Sie müssen mal lernen, wie man ab und zu richtig durchdreht. Ich habe eine Pflicht, Kleiner. Und jetzt sieh zu, dass du wegkommst. Partys mit Ihnen machen garantiert Spaß, was, Murray? Ah, Murray. Ich glaube, ich hatte meine Überdosis Murray für heute. Ich lasse ihn lieber mit seinen Gedanken allein, die sich sicher hingebungsvoll um erstklassige Würste drehen. Mmh, Würstchen. Habe ich's nicht gesagt? Mmh, Würstchen. Tür. Nichts für mich drin. Oh. Das verstößt gegen meinen Grundsatz, niemals eine dunkle Gasse bei Nacht zu betreten. Clever. Oh, ich könnte da hoch.
Lieber nicht. Warum nicht? Ich gehe Leuten nicht gern auf die Nerven, okay? Ich habe im Moment keinen Bock. Oh. Hm. So, und nun? Oh, das sieht so traurig aus. Wow. Was für ein Tag. Ich habe meinen Job verloren, aber mehr Geld gemacht, als ich jemals auf einem Haufen gesehen habe. Ich habe meinen besten Freund verloren, aber scheinbar eine Menge Cops als Freunde gewonnen. Ich sag euch, das war eine echte Achterbahn. Ich bin froh, dass dieser Tag vorbei ist. Ja. Ah, Mr. Sandman, bring me a dream. Bom, 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 bom. Making the cutest that I've ever seen. Bom, 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 bom.